Haben Sie schon mal überlegt, was ein Buch denkt? Haben Sie nachgedacht, was man selbst machen könnte, wenn man ein Buch wäre? So könnte ein Buch jemanden auf der Straße bitten, dass er einen mit nach Hause nimmt. Oder ein Buch würde sich wünschen, dass es von allen gern gelesen würde und frei sein wolle. Als Buch könnte man die Ignoranz wegwischen. Den Lesenden könnte man als Buch helfen, ihren inneren Anker zu finden. Im Midas Verlag ist ein Buch erschienen, das all das in wunderschöner Art und Weise erzählt. Wenn ich ein Buch wäre, ist eine Hommage an die Magie und den Zauber des Buches. Liebevolle Illustrationen von André Letria geben den Büchlein etwas ganz Besonderes. Farbenfroh ist ein Buch wahlweise als Drachen, Zelt oder auch Schiff dargestellt. Die nachdenklichen Texte von seinem Vater José Jorge Letria passen sich gut ein. Eine Freude für jeden Buchliebhaber und zum immer wieder drin blättern und lesen. Kunst mal anders ist ein weiteres Buch aus dem Verlag Midas. Ein Kinderbuch, aber auch für alle anderen Liebhaber der Kunst. Ansprechend gestaltet und mit frischer, frecher Schreibe erzählt diese Einführung in die moderne Kunst spannende Geschichten für Kinder. Was genau ist eine Muse? Also wenn du eine Muse bist, hat ein Künstler beschlossen, dass du ihn inspirierst, beginnt der Text rund um den Künstler Picasso zu seinem Bild Die Muse und weiter: Du musst herumsitzen und mysteriös, magisch und faszinierend sein. Der Leser ist eingeladen, die Geschichten hinter 30 der berühmtesten Kunstwerke der Moderne spielerisch zu entdecken. Spannende Details zu den Werken machen neugierig, mehr zu erfahren. Von Kandinsky über Picasso bis Warhol, von Chagall bis Matisse. Die moderne Kunst unterhaltsam dargestellt.